Hier ist Moonbase Alpha, die Erde rufen. Hier ist Moonbase Alpha, die Erde rufen. Hier ist Moonbase Alpha mit unserer letzten Übertragung an die Menschen unseres Heimatplaneten. Wir können nicht wissen, ob ihr diese Nachricht empfangen werdet. Oder, falls Erinnerungen überdauern oder existieren, wer wir waren, was unser Zweck war und die Katastrophe, die uns auf unsere Reise durch die unendlichen Weiten von Raum und Zeit mitgenommen hat. Wir schätzen, dass es etwa 20 Jahre her ist, seit wir den Kontakt zu euch verloren haben. Für uns war dies eine Zeit, in der wir Gefahren überwunden, Wissen offenbart, Geheimnisse begegnet und Wahrnehmungen verändert haben. Und es gibt eine wachsende Überzeugung von einem höheren Zweck in allem, was wir erlebt und erlitten haben. Diese langen Jahre haben sich bis zum Äußersten gedehnt. Unser Wille zu überleben, sowohl als Individuen als auch als Gemeinschaft. Und die Überwindung unseres größten Tests, der Kampf, unser einzigartiges Geburtsrecht zu bewahren, die Menschlichkeit, die uns allen von der Erde gemeinsam ist. Das ist die Vergangenheit. Für jetzt wartet eine neue und sogar größere Herausforderung auf uns. Seit einiger Zeit zeigen unsere Lebenserhaltungssysteme zunehmenden Verfall. Ein totaler Ausfall ist unvermeidlich. Letzte Woche sind wir jedoch auf eine intensive gravitative Störung gestoßen, die unseren Mond in dieses völlig unbekannte Sonnensystem katapultiert hat. Die Sensoren zeigen an, dass ein Planet bewohnbar ist, aber er wird nur für 6 kurze Tage in Reichweite sein. Nicht genug Zeit, um die langfristigen Risiken des Verlassens der Basis und der Ansiedlung dort zu berechnen. Also wurde die schwere Entscheidung getroffen, Alpha aufzugeben. Eine, die stark umstritten war. Während ich spreche, die Operation Exodus stattgefunden. Kommandant König siedeln auf unserer neuen Welt. Terra Alpha. Der letzte Adler wartet auf mich, denn ich bin die letzte Person, die die Basis verlässt. Bald wird der Planet außerhalb der Reichweite sein. Und obwohl die Vorhersagen darauf hindeuten, dass ein Schleudereffekt den Mond in 25 Jahren zurück zum Planeten bringen wird, können wir uns nicht sicher sein. Noch können wir unsere Handlungen darauf basieren, dass es passiert. Eines ist jedoch sicher. Die Mondbasis Alpha gibt es nicht mehr. Für viele von uns war es unsere schwierigste Entscheidung. Obwohl jetzt verlassen und still, war Alpha unser Zufluchtsort. Wir können unser Leben hier niemals vergessen. Die guten und glücklichen Zeiten, sowie unsere Momente der Verzweiflung und des Herzschmerzes. Hier blühten Freundschaften auf. Bande wurden geschmiedet. Es war Maya, der Psykon, die uns geholfen hat zu verstehen, dass wir alle Fremde sind, bis wir uns kennenlernen. Die Erinnerung an das, was wir hier geteilt haben, wird für immer Teil des Gewebes dieses Ortes, unseres Zuhauses bleiben. Alpha. Ich mache diese Übertragung zuerst an diejenigen von euch, die von unserer Existenz wussten und sich gefragt haben, was aus uns geworden ist. Und um diejenigen auf der Erde zu erleuchten, die uns vielleicht nie gekannt haben. Menschen aus der gleichen Welt, die uns fremd und doch vertraut sind. Durch die geheimnisvollen Effekte von Zeit und Raum. Und schließlich wollen wir, dass ihr alle wisst, dass wir, die Menschen der Mondbasis Alpha, existiert haben. Unsere Präsenz, das Wissen über die Erde und ihre Menschen, ihre Stärken und Schwächen, Stolz und Arroganz, Genie und Unbedeutsamkeit, hat einen Abdruck in diesem riesigen Universum hinterlassen, das wir mit so vielen Rassen und Wesen teilen. Und um unseren Glauben auszudrücken, dass, wohl der Fortschritt unseres Mondes zufällig war, unsere Odyssee doch einen Zweck hat. Einer, der sich noch im Akt der Enthüllung befindet. Es ist Zeit für mich, die Botschaft zu enden und mich dem unsicheren Leben großen Herausforderungen in unserer neuen Welt zu stellen. Die letzte Aufgabe des Computers wird sein, diese Nachricht mit einem Gerät zu kodieren, das Maya entworfen hat.
Sie glaubt, dass es dieser Übertragung ermöglichen wird, die Komplexitäten von Zeit und Raum zu durchdringen und euch auf der Erde zu erreichen. An Professor Bergmann, sehr geehrter Michael, lieber Paul, Luke und Anna. In eurem neuen Arkadien. Wir werden dich niemals vergessen. Und zu Alpha, wohin auch immer du auf deiner Reise gehst, werden unsere Herzen mit dir gehen und die Hoffnung auf ein Wiedersehen in der Zukunft wird nicht aufhören. Und schließlich zu euch, den lieben Menschen des Planeten Erde, sagen wir auf Wiedersehen und bitten nur um eines. Erinnert euch uns. Erinnert ihr euch an uns?